Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns heute mal den Eclas Roland 250 Rotu Cut an. Vom Modder, ja, unbekannt, Private. Dazu aber gleich mehr. 35.000 kostet euch das Ganze im Grundpreis beim Kaufen oder 1.785 Euro im Leasing. Das Ganze kommt mit einer gewünschten Leistungsrate von 50 PS, 4.000 Liter Pressvolumen, Arbeitsbreite von 1,9 Metern sowie einer maximalen Arbeitsgeschwindigkeit von 13 Stundenkilometern. Ihr könnt die Felgenfarbe anpassen im Rot, Grau, Röter, Schwarz oder etwas dunkleres Rot, je nachdem, kostet euch aber keinerlei Aufpreis. Wie gesagt, der Modder selber ist unbekannt, als Credits hier wurden nur angegeben, dass irgendwie Stilu Modding Industries mit beteiligt sind, dann privat und dann die Texturen im 17er hat der liebe Mario Ross gemacht, man kennt's ja. Es ist im Endeffekt eine Rundballenpresse. Aus den 17er jetzt hier in den 19er konvertiert und der Modder selber da sagt auch, okay, die Texturen entsprechen jetzt nicht den 19er Standard, weil er sich damit nicht auskennt. Dafür muss man aber sagen, sehen die Texturen ganz gut aus. Es fehlt halt dieser Glanz, beziehungsweise diese LS19 Textur Shader, dass da irgendwie, ne, der Rückfeedback vom Licht im Endeffekt kommt. Das merkt man halt, sprich, das wirkt alles ein bisschen. Ja, steht halt so da, so frei nach dem Motto. Ne, hier, die Texturen sind auch nicht schön, aber hier, was den Schriftzug angeht, Glas und alles, das sieht wiederum tippitoppi aus. Aber halt die Shares fehlen im Endeffekt, ne? Ja, aber ansonsten gut. Passt soweit. Ich habe da schon mal was vorbereitet, wie immer. Ansonsten funktioniert die Rundbeinpresse so, wie man sich denkt. Ne? Zugeklappt, Räder hinten, zack, vorne. Ansonsten V runterlassen, B anschalten. Ist auch hier unten alles animiert. Gibt auch eine Einzugsanimation. Da ist alles an alles dran gedacht worden. Ansonsten jetzt hier vollgepresst. Z klicken. Ballen wird entladen. Wieder zu. Und wiederum geht es weiter. Man merkt halt die Arbeitsbreite von 1,8 Metern. Da müsst ihr dann schon ein bisschen genauer fahren, weil der nimmt jetzt hier zum Beispiel die komplette Linie nicht mit. Kann aber einfach daran sein, dass ich momentan wieder zu blöd fahre. Naja, aber man merkt halt schon, ist auch wirklich nur auf 1,8 Meter angesetzt das Ganze. Aber so von Animation her, beziehungsweise von den Ballen her, macht physikalisch keine Probleme. Das passt soweit alles. Habt ihr dann noch die Ballenskripte von IFCO mit drin, wisst ihr ja selber, ne, bremst automatisch und so weiter und so fort. Aber ansonsten gibt es ja nichts zu meckern, lockfehlerfrei ist das Ganze auch. Und somit kann ich euch noch viel Spaß wünschen, Download-Link in der Videobeschreibung inklusive kleine Bewertung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, haut rein, tschüss.